Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 15. März 2021. Richard Strauss, Salome. Ziffer 355 bis 359 aus dem Schluss des Schlussmonologs. Richard Strauss, Salome, 1905 uraufgeführt und hier in Charlottenburg komponiert, ist ein Kernbestandteil im Repertoire der Deutschen Oper Berlin. 2016 ist die jüngste Inszenierung entstanden von Klaus Guth. Dort spielt es beim Herrenausstatter. Und auch in der Produktion The Making of Blonde, in der es um Genderrollen, Geschlechterrollen, aber eben auch Rollen, Klischees, Rollenkonstruktion in der Oper geht, wird dieser Schlussmonolog aus Salome zitiert. In diesem Schlussmonolog steigert sich Salome in einen ekstatischen Rausch irgendwo zwischen erotischer Verzückung und Wahnsinn, das blutende Haupt Johanna Arns in den Händen und liebkosend. Und der Höhepunkt, der ist ein großer Orchesterausbruch. Die über 100 MusikerInnen des Orchesters spielen dort ein strahlendes Cis-Dur und Salome singt darüber: Ich habe deinen Mund geküsst, Johann. Und so weiter. Und dieses Cis-Dur taucht auch in dem Abschnitt davor auf, jedoch ins Moll getrübt, Cis-Moll. Und dieses Cis-Moll erklingt gleichzeitig mit C-Dur. Und hier ist einer jener Abschnitte, in denen Richard Strauss die Grenzen dessen, was harmonisch eigentlich mit einer erweiterten, chromatisch erweiterten Diatonik möglich ist, sprengt. Er kombiniert Cis-Moll in den dumpfen Streichern, kommen immer diese Klänge hier, mit dem Besessenheitsmotiv in der C-Dur-Sphäre, Johanna. Das ist Johanna ans Tonart. Zugleich erklingt aber in der hohen Lage ein Triller. A-A-Is. Und über diesen Triller sind beide Tonarten miteinander verknüpft. Hierbei handelt es sich um die sechste innerhalb von C-Dur, das A. Und das A-Is oder B innerhalb von Cis-Dur, in dem Fall. Und diese beiden Töne, man fragt sich dann, die erklingen die ganze Zeit, warum aber die Sechste und nicht der Grundton? Die verweisen wiederum auf die Faktur dieses Kussmotives. Dieses Kussmotiv springt nämlich von der Terz der Grundtonart wiederum in die Sechste, die das Ganze dann subdominantisch einfärbt, das ist die sogenannte Cis-Ajouté. Und hier merkt man, dass die Verklammerung dieses einen Abschnitts mit dem darauffolgenden Abschnitt eben nicht nur über eine Tonart erfolgt, sondern eben auch über eine motivisch-thematische Arbeit, die gleichzeitig eben diese Subdominanzsphäre harmonische Konsequenzen hat, wie hier eben das eine mit dem anderen verknüpft ist in einem sehr hochkomplexen musikalischen Feld. Und sollten Sie Fragen dazu haben, zögern Sie nicht, schreiben Sie eine E-Mail an takt@deutscheoperberlin.de.